Es ist natürlich das Logo meines Unternehmens City Mobility abgebildet. Es steht mein Name drauf, Christine Tissot. Ich bin Wirtschaftsingenieurin und leite als Geschäftsführerin dieses Unternehmen. Sie haben meine Kontaktdaten, die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ich kann Ihnen leider keine allgemeingültige Antwort darauf geben, wie man zur Mobilitätsexpertin wird. Ich selbst bin da eigentlich sukzessive hineingewachsen, dank meiner verschiedenen beruflichen Positionen, die ich innerhalb meiner Karriere einnehmen durfte. Ich würde vielleicht dazu noch ergänzend zwei Dinge hinzufügen. Auf der einen Seite das Bestreben, die inneren Abläufe und Organisationsstrukturen über die gesamte Wertschöpfungskette eines Automobilherstellers tatsächlich zu verstehen und zu beherrschen. Und auf der anderen Seite im Prinzip diese Kenntnis im Rahmen von Kooperation mit externen Partnern dann auch tatsächlich anzuwenden und zu erweitern. Und auf diesem Wege habe ich im Prinzip die Strategie und Praxis von Mitbewerbern aus der Automobilbranche erlernen können, habe einen fundierten Einblick in die Funktionsweise von Energieversorgern im Rahmen der Elektromobilität erreichen können und habe so auch mit Kommunen und Regionen zusammenarbeiten können, um das Thema der Verbindung, der verstärkten Vernetzung von Individualmobilität und öffentlicher Mobilität tatsächlich voranzubringen. Ja, mit dem Unternehmen der Strategie- und Managementberatung City Mobility, welches ich gegründet habe, richte ich mich vor allem an Kunden aus der Wirtschaft, Wissenschaft und der Politik, um sie im Rahmen der Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsmittel und der Verkehrsflüsse dahingehend zu beraten, dass zukunftsfähige, passgenaue Lösungen auch umgesetzt werden. Ich selbst beherrsche diesbezüglich die humanen, die wirtschaftlichen, die technischen, die gesetzgeberischen und die praktischen Belange, vor allem im Bereich der Elektromobilität, das ist mein Steckenpferd, nach wie vor im Bereich der Emissions- und Lärmreduzierung, auch ein sehr spannendes und zukunftsträchtiges Thema, der Multimodalität, was gerade von Städten immer wieder nachgefragt wird, und last but not least ein sehr spannendes Zukunftsthema der vernetzten Systeme, der Kommunikation zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, sei es Autos, Busse, Bahn etc. Ja, vielleicht die Tatsache, dass unsere Familie nach Österreich gekommen ist, weil mein Mann hier eine neue Herausforderung angenommen hat und ich ganz einfach meine bisherigen langjährigen und vielseitigen Erfahrungen nicht brach liegen lassen wollte und sie dann tatkräftig eingebracht habe, sowohl in die Leitung des Mobilitätsdepartments am IT als auch in die Gründung und Führung des jetzigen Unternehmens City Mobility. Weil Mobilität nach wie vor für mich eine sehr wichtige Angelegenheit ist, ein sehr starkes Bedürfnis, das Thema voranzubringen und rentable, zukunftsfähige Lösungen anzubieten. Und insofern habe ich mich in diesem Bereich auch stark gemacht. Ja, ich rate jungen Ingenieuren gezielt in international agierende Unternehmen zu gehen, weil diese in der Regel über hervorragende eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verfügen und aufgrund des internen Rotationsrhythmuses Talente sehr regelmäßig, sehr gut geschult in neue Bereiche einführen und ihnen Verantwortung übertragen. Und genau das ist für mich der springende Punkt, dass Frauen dann auch dieses Managementangebot sehr früh wahrnehmen, weil sie nur so auch dann zukünftig im Prinzip auch zwischen Stabs- und Linienhierarchien alternieren können und so im Prinzip ihre Berufswahl an die Familienplanung und wie es auch sagt, anpassen können. Umgekehrt geht es nicht. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, selbst wenn man auf ungefähr gleicher Hierarchieebene in andere Bereiche geht, ist das immer noch viel bereichernder, als wenn man in kleineren Strukturen auf der Stelle tritt. Und das gilt im Prinzip auch für junge Ingenieure. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich das immer geschafft habe, die richtige Work-Life-Balance zu finden. Es ist mir eigentlich erst gelungen, als ich akzeptiert habe, Hilfe anzunehmen, sowohl im Haushalt als auch bei der Kinderbetreuung zwischen Krippen und Schulende und meinem Nachhausekommen. Ich habe sicherlich dafür einen Großteil meines Verdienstes aufgewandt, aber es war die richtige Wahl, um mich beruflich auch so zu entwickeln, wie ich mir es gewünscht hatte.
Die finanzielle Seite ist aber nur eine Seite der Medaille und es wäre nicht gegangen, wenn ich nicht die Unterstützung meines Mannes gehabt hätte. Und insofern bin ich der Meinung, dass die richtige Work-Balance damit anfängt, auch den richtigen Partner zu finden.